Willkommen. In den nächsten Minuten erhalten Sie einen Überblick zu Rogers Konzepten rund um die Lehrenden. Sie erfahren, welchen Stellenwert die Lehrenden für Rogers haben und was es mit dem Begriff des Facilitators auf sich hat. Rogers geht davon aus, dass Lehren eine weitgehend überschätzte Tätigkeit ist. Das würde naheliegen, dass die Lehrenden im Klassenzimmer nicht tätig werden. Wenn Lernende selbstgesteuert lernen, sind Lehrende eigentlich fehl am Platz. Das ist aber nicht in Rogers Sinn. Rogers schlägt eine bestimmte Haltung vor, die Lehrende einnehmen sollen, um selbstbestimmtes und signifikantes Lernen zu ermöglichen und zu fördern. Anders gesagt, die Förderung signifikanten Lernens hängt von bestimmten einstellungsbedingten Haltungen ab, die in der persönlichen Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden existieren. Wie sehen nun diese Haltungen aus, die Lernen fördern? Rogers nennt das Realsein der Lehrenden das Wertschätzen, Anerkennen, Vertrauen und das einfühlende Verständnis. Er beschreibt das Realsein als Ursprünglichkeit. Es geht darum, sowohl dem Lernenden gegenüber als auch sich selbst gegenüber real zu sein. Lehrende sind so dazu angehalten, keine Maske des Lehrers aufzusetzen und keine Rolle des Lehrers einzunehmen, sondern den Lernenden als Mensch, als Person zu begegnen und alle damit verbundenen Gefühle zuzulassen und zu vermitteln. Auf diese Weise ist der Lehrende für die Lernenden ein Mensch und keine gesichtslose Verkörperung einer curricularen Pflicht. Das Wertschätzen, Anerkennen und Vertrauen sind Umschreibungen der zweiten Einstellung, die notwendig ist, um Lernen zu fördern. Dabei geht es um das Wertschätzen der Lernenden, ihrer Gefühle, Meinungen und der Person als Ganzes. Die Anerkennung der Persönlichkeit als selbstständige Person, die es wert ist, in ihrem eigenen Recht respektiert zu werden, ist dabei eine wichtige Facette der Wertschätzung. So können Lehrende Gefühle lernhemmender oder lernfördernder Art zulassen und als Gefühle der Lernenden akzeptieren, ohne das allgemeine Vertrauen in ihre eigenen Qualitäten und das Fördern des Lernens zu verlieren. Die dritte Einstellung des Lehrenden ist das einfühlende Verständnis. Diese Einstellung braucht die Fähigkeit, Reaktionen der Lernenden von innen her zu verstehen und ein sensibles Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie der Lernprozess aus der Warte des Lernenden aussieht. Es geht also darum, die Welt aus den Augen der Lernenden zu sehen und so ein sensibles und empathisches Verständnis zu vermitteln. Bei allen drei lernfördernden Einstellungen reicht es nicht, diese Einstellung zu haben und die Fähigkeiten, die damit verbunden sind, zu entwickeln, also real, wertschätzend und empathisch zu sein. Es ist erforderlich, dieses Sein auch zu vermitteln. Der Vermittlungsprozess spielt in diesem Zusammenhang eine große Rolle, denn das alleinige Haben dieser Einstellungen und Fähigkeiten wird nur dann zu signifikantem Lernen führen, wenn die Lernenden diese Einstellung auch vermittelt bekommen, das heißt wahrnehmen und fühlen können. Rogers denkt dabei mit, dass Lehrende durch ihre Didaktik und ihren Unterricht mit verändert werden und auch lernen. Dieser Gedanke zeigt sich in anderen didaktischen Theorien eher selten. So kann für den Lehrenden der Unterricht zur Selbsttherapie werden, weil sich Lehrende Folgendes überlegen können. Wie möchte ich mich verändern und wie kann ich meinen Unterricht so gestalten, dass er diesem Wunsch nach Selbstveränderung entspricht? Rogers erforscht eine bestimmte neue Haltung oder Rolle von Lehrenden. Diese neue Haltung fördert laut Rogers Lernen in Freiheit und ermöglicht signifikantes Lernen. Zu dieser neuen Rolle gehören drei neue Haltungen oder Einstellungen, die Lehrende in der Beziehung zu den Lernenden leben. Das sind das Realsein bzw. Echtsein, sowohl den Lernenden gegenüber als auch sich selbst gegenüber, die echte Wertschätzung, Anerkennung und das Vertrauen sowie ein einfühlendes, empathisches Verständnis. Um Lernen in Freiheit zu fördern, reicht es nicht aus, diese neuen Einstellungen zu haben, sondern es ist notwendig, diese in der Beziehung zu den Lernenden auch zu vermitteln. Lehrende können dabei selbst auch lernen und die Veränderung leben, die sie in den Lernenden sehen wollen. Lehrende, die Lernen fördern wollen, sollten die Haltung Kongruenz, Akzeptanz und Empathie an den Tag legen können. So werden sie zu sogenannten Facilitatorinnen und Facilitatoren oder übersetzt zu Lernhelferinnen und Lernhelfern. Ein Facilitator bzw. eine Facilitatorin geht in die erste Sitzung und fragt die Lernenden, was sie eigentlich lernen wollen. Diese Möglichkeit besteht in den meisten Bildungsinstitutionen durch die Spielräume, die ein Curriculum offen lässt.
Die Facilitatorinnen und Facilitatoren werden durch die neue Einstellung die Kraft entdecken, die durch wertungsfreies Anerkennen und einfühlsames Reagieren auf Gefühle, die Lernende verbalisieren oder anders zeigen, entsteht. Dabei werden sowohl bei den Lernenden als auch bei den Lehrenden selbst neue Möglichkeiten des Lernens entfaltet.